wieder so eklige Kanten. Da muss es eigentlich richtig gut gehen. Hier sieht man sie einfach sowas von übertrieben. Ich weiß gerade nicht, warum ich nicht in die Luft fliege. Normalerweise fliege ich in... Da ist es. Oh, ich konnte noch landen. Habt das gesehen? Habt das gesehen? Ich habe mich jetzt extra schon mal drauf vorbereitet. Auf dieses... Oh. Normalerweise kriegt man auch kein Fall Damage. Ich habe früher niemals Fall Damage gekriegt. Man fällt einfach vom Boden und steht einfach so wieder auf. Also... Oh. Ich glaube, die Warane sind dann nur noch mal zu groß für mich, ey. Ja, komm ran, du Homo. Ja, komm, naja, mit so vielen Waran will ich mich jetzt nicht auf einmal anlegen. Das ist schon ein bisschen schwul. Aber Scavenger snack ich gerne. Das ist ja so gesagt jetzt schon Free EP oder XP, das ist ja Erfahrung einfach nur. Komm her! Die snack ich doch zum Frühstück. Da schwimmt echt sogar noch ein Waran? Seit wann können die denn schwimmen? Entweder habe ich echt irgendwie eine uralte Version gezockt damals. Oder... Obwohl, ist es die gleiche CD. Das ist ja die CD, die ich schon vor... Boah, wann habe ich das Spiel gekauft, ey? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war ich auf jeden Fall 11 oder so. Oder noch jünger. Das ist das erste RPG, was ich gespielt habe. Aber muss ich noch jünger gewesen sein. Da haben wir die Scavenger, die ich jetzt... Ach, das sind sogar noch junge Scavenger. Die bringen auch nur noch eine Beule, weshalb auch immer. Ah, ich meine, hier wäre doch mal so ein Geheimversteck. Ah, nee, da ja nicht. Ich habe nichts gesagt. Das ist gar nicht in dem Teil. Ich habe nichts gesagt. Vergesst es einfach. Schwimm, mein Held, schwimm. Na, habt ihr mir noch was zu sagen, ihr Homos? Nochmal für Fresse, hä? Huh? Wo kann ich jetzt hier nochmal, genau. Ah gut, so viel EP fehlt mir halt nur echt nicht mehr, ne? Es wird auch schon wieder dunkel, ich habe auch keinen Bock, dass es dunkel wird. Ich hasse Dunkelheit in dem Spiel. Ich fühle mich sowieso schon so unsicher, weil man einfach so schnell sterben kann, auch wegen Bugs und hat's nicht gesehen. Wenn es dann noch dunkel wird, ey, dann ist auch eklig. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Aber ich habe ehrlich gesagt, Mordrin oder den Typen, den man da halt für Torus umklatschen sollte, den habe ich noch nie so schnell hingelegt gekriegt. Ja gut, der hat sich jetzt auch verpisst, so endeklig. Also. Das war ja nun echt geschenkt. Ich bin oben auf dem Tor drauf. Obwohl doch nicht, schade. Oh Mann, ich muss die Finger davon lassen. Ich muss es es macht so Spaß. Es ist für mich einfach auch so eine... Es wäre vieles einfacher damals gewesen, wenn ich das jetzt so... Wenn ich das früher schon gekonnt hätte. Ich würde ja jetzt, wenn ich sage, wofür man es gebrauchen könnte, dann würde ich ja spoilern, deswegen mache ich es nicht. Aber ich werde euch versprechen, dass man es sehr gut benutzen kann, früher oder später. Auch wenn man es, wenn die Wege, ich sag mal, eigentlich eindeutig sind, da das Spiel so ein bisschen verbuggt ist, hat mich das früher immer so abgefuckt, das zu machen, auf dem richtigen Weg. Ich meine, ich habe es halt zum größten Teil immer auf dem richtigen Weg gemacht. Weil, oh Gott, was, ich kann nichts machen! Ich hatte wieder diese scheiß Blutfliege im Target und konnte nicht weg, raus. Konnte nicht, nix machen. Das ist so scheiße, das ist so eklig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und dann kann die Blutfliege, die andere, mich einfach von hinten wegtacken, ey. Ja, jetzt bin ich aus dem Target raus. Ach, vorhin hatte ich die nach dem Tod immer noch so eklig im Target und man kann nicht einfach weg. Man kann nicht nach zur Seite gucken. Man guckt stur einfach auf den Leichnam von denen drauf. Oh, 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 oh.
Oh, 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 Shikuro. Oh, 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 oh. Erst noch mal ein paar Keulen snacken. Dann legen wir uns mit diesem Wolf da an. Ja, komm, wir speichern. Yeah! Ab in den Krieg. Du hast mir nichts mehr zu sagen. In dein Gesicht. Na, gibt's nix. Schade. Guck mal, was man hier so... Muss ich echt die Truhe aufknacken? Speichere ich mal, falls ich alle Dietriche vergeude. So eine Hurenscheiße. Ah, instant, ey. Habe ich meinen Dietrich auch wieder gekriegt, also ich lade jetzt nicht nochmal neu. Den einen Dietrich ist das jetzt auch egal. Kann ich schon was kochen? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, im zweiten Teil geht das Wesen, also kann man das. Im dritten Teil kannst du auch so viele Sachen machen. Ist auch so verbuggt, der dritte Teil. Ach, und es, was ich noch sagen wollte. Wir werden ja Gothic 1 jetzt zusammen hier durchstehen. Gothic 2 mit mit vorinstalliert die Nacht des Raben. Also ich werde jetzt nicht Gothic 2 durchspielen und dann nochmal Gothic 2 die Nacht des Raben, weil ich sag mal, an dem Hauptspiel verändert sich ja nichts, außer dass noch ein paar Zusätze da sind, ne? Bei Gothic 3 gibt's ja dieses Add-on Götterdämmerung. Und das ist nochmal ein, sag ich mal, ein Standalone-Add-on. Das hat dann im Prinzip nichts mit dem Vorgänger zu tun. Also das ist ein Add-on, was den erst, also Gothic 3 nicht modifiziert, sondern einfach nur so gesagt, wie es weitergeht. Ich habe Gothic 3 Götter drin hier liegen. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nie gespielt. Also ich habe echt nicht. Ich habe es angespielt, ich fand es aber irgendwie auch irgendwie dann langweilig. Gothic 3 war noch richtig geil, aber Gothic 3 Götterdämmerung fand ich nicht so, weiß nicht. Ich habe ja auch noch die erste Version hier, die hat dann irgendwie 40 Euro gekostet. Version 1.0 oder so, und die ist übelst verbuggt. Also ich werde manchmal dahinter klemmen und mal gucken, ob ich das irgendwie vielleicht gepatcht kriege. Also das, vielleicht sind da ein paar Patches bei, so Community-Patches oder so, die Bugs beheben. Weil das war auch echt so scheiße verbuggt, das Spiel. Gerade der dritte Teil. Der war, also wenn ihr das hier euch anguckt, da war der dritte Teil wesentlich schlimmer. Der sah zwar schöner aus, aber war wesentlich mehr verbuggt. Ja, okay, also das Spiel ist hier auch schon scheiße verbuggt, aber im dritten Teil teilweise musstest du Quest neu starten, weil manche Leute, ja, okay, also der erste Teil ist doch mehr verbuggt, sorry, ich widerspreche mir jetzt nochmal selber kurz. Ich habe ganz vergessen, wie schlecht das eigentlich alles ist. Das verdrängt man gerne, weil man mit so einem nostalgischen Gedanken hier noch so in dieser Map rumschweift. Und ich kenne die halt auch fast in- und auswendig. Ja, so Einzelheiten nicht. Ich habe noch nicht alles, jede Geheimnisse in dem Spiel, glaube ich, gelüftet. Weil ich immer wieder, sag ich mal, diesen gleichen Faden. Ich habe immer auf die gleiche Art dieses Spiel durchgespielt. Ich meine, ich habe auch mit Hex, habe ich mich mal hier durch die Map geportet und mal geguckt, was so geht, aber... I don't know. Aber prinzipiell, also ich sag mal, von den 18, 19, 20 Mal, die ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich echt bestimmt 12 Mal mich grundlegend an die Spielstruktur gehalten und habe auch nicht gecheatet. Und habe vielleicht 4 Mal das Spiel mit Cheats durchgespielt. Dementsprechend aber auch weniger eingesammelt, weniger gemacht, weniger getan. Das sind mir ein paar zu viele Wölfe. Und somit... muss ich halt sagen, dass ich echt vielleicht nicht alles hier kenne. Ich werde jetzt im Verlauf des Let's Plays viel versuchen zu erforschen, aber auch viel versuchen jetzt diese langweiligen Sachen, die eigentlich, wo man sich so während der labert, denkt man so, ah, könnte interessant sein, und am Ende weiß man so, ah, war unnütz, ne? So unnützes Wissen in dem Spiel, was einfach echt dumm ist und was keinen Sinn ergibt teilweise auch, werde ich versuchen zu skippen. Also überlege, könnte ich doch jetzt so einfach über die Mauer in die Burg reinspringen mit diesem Trick hier. Mach ich aber nicht. Ich spiele das Spiel überwiegend einfach so durch, wie man es durchspielen soll.
Und auch wenn die Versuchung groß ist, dass ich so irgendwelche Backsprünge benutze. Ist einfach so geil, es tut mir leid, ey. So, jetzt mal wieder landen. Oh mein Gott. Ich hab mir jetzt, das versorgt mir gerade echt so ein bisschen, also Spielspaß nicht, ich finde das witzig, aber so die Gedanken, dass man teilweise so über Sachen drüber springen musste, wo man es jetzt viel einfacher hätte haben können. Und damals hätte man es auch schon viel einfacher haben können. Wenn man einfach mal, man hätte ja einfach mal googeln können, Bugs in Gothic oder so. Sprungbug, ja, aber guck mal auf Sprungbug, dass man sowas hier macht. Ich weiß auch gar nicht, ob man dann vielleicht sich an Gegner vorbeispringen kann. Das heißt, dass ich gar nicht angegriffen werden kann. Das muss ich jetzt auch nochmal schnell ausprobieren. Weil es wäre ja auch cool, wenn ein harter Gegner ist. Zum Beispiel irgendwie so ein Golem oder so, ne? Und man geht einfach so dran vorbei. Hat natürlich was gehabt, ey. Also es gibt das Spiel, das kann ich ja schon mal spoilern. Es gibt auf jeden Fall andere Viecher noch als diese Scavenger und Molorats hier. Also es gibt hier noch wesentlich, wesentlich mehr. Nur, ich gehe natürlich jetzt nicht in die Gebiete, wo es hier die mega Action ist, weil ich ja erstmal Level 4 bin. Und da sollte man das vielleicht noch nicht machen. War nicht Oh, ich kann mich nicht mehr steuern. Was ist das denn? Mein Fleisch, mein Happengut. Wie viel brauche ich denn noch? Oh, noch ein Scavenger. Guck mal, was hier so geht. Ah, da sind doch noch einige. Perfekt. Speichern wir mal lieber vorher. Dann nuke ich dir jetzt um und dann werde ich zum Schatten. Verpiss dich. Level. Ey, no homo, please. So, jetzt habe ich nochmal ganz schnell deren Lebensinhalt zerstört, indem ich einfach alle Scavenger, die hier waren, gefistet habe. Ich glaube, mehr ist jetzt hier auch nicht so wirklich. Jetzt bin ich nämlich schon am Anfang dieses ekligen Waldes, den ich verabscheue. Ich verabscheue sowieso die Wälder in Gothic. Ich hasse die Wälder. Und da lauert halt natürlich die Gefahr, ist ja klar. Nur, oh, ich weiß nicht, also die Atmosphäre ist einfach endeklig in den Wäldern. Ich mag die nicht. Ich will nicht nass werden. Nein, ich werde doch nass. Scheiße. So, Level 5. Ach, was skill ich denn jetzt? Auf Bogen tatsächlich? Ich könnte natürlich auch nicht auf Stärke und Geschick gehen, sondern auf Waffentalente. Das bringt eine Menge. Egal, ich behalte erstmal die Punkte und werde einfach mal zum Schatten. Dann kann ich nämlich in die Burg reingehen und gucken, was da so geht. Ich habe das nämlich auch schon nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Na Grimm, du Homo. Dreckige Ratte, Jugend. Ach, jetzt komme ich auch schon mit Juden an. Es tut mir leid, ey. Ich will einfach diese Randgruppen gar nicht beleidigen. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelti hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Ja. Mach's gut. Ich bin jetzt also von nun an kein gewöhnlicher Bauer mehr. Ich werde zu Torus gehen und dann zu Gomez. Rede mit mir.
Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Gut. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt.